Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich, der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Wir feiern Gottesdienst am Sonntag Laetare. Wir feiern Gottesdienst, wir sind nicht in einem Raum, aber trotzdem sind wir miteinander verbunden. Wir sind eine Gemeinde. Laetare heißt dieser Sonntag. Freut euch. Mitten in der Passionszeit, mitten in der Zeit, an der wir daran denken, dass Jesus Leiden auf sich genommen hat, damit wir nicht alleine sind in unseren Leidenszeiten. Mitten in der Passionszeit heißt dieser Sonntag, freut euch. Denn wir ahnen, dass das Leiden ein Ziel hat, dass es ein Leben danach gibt. Mitten in der Leidenszeit Jesu denken wir daran, es wird Karfreitag, aber dann wird es Ostern. Und es zeigt sich, das Leben, Gottes Leben, ist stärker als dieser Tod. Wir beten miteinander mit Worten des 84. Psalmes. Wenn Sie mitsprechen wollen, er steht im Gesangbuch unter der Nummer 734. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein Gott und mein König. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen. Für den Sonntag Laetare aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet,
So geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht wenden, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird zum Sonntag Letare bei Johannes im 12. Kapitel. Jesus aber sprach zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Gottes Friede sei mit uns. Amen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Diese Worte sagt Jesus und er sagt sie in seinen Abschiedsreden. Er erklärt seinen Jüngerinnen und Jüngern, er erklärt uns, was es mit seinem Leiden auf sich hat. Das Bild vom Weizenkorn, es ist uns verständlich. Ein Weizenkorn, ein Samenkorn, das man in die Erde tut, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Es entsteht etwas ganz Neues. Das Weizenkorn kann nicht so bleiben, wie es ist. Es muss das Vertraute loslassen. Es muss die harte Schale, die ihm bisher Halt gegeben hat, aufweichen und durchbrechen lassen. Dann erst entsteht etwas Neues. In unserem Leben hätten wir gerne immer wieder, dass es so bleibt, wie es ist. Jedenfalls dann, wenn wir zufrieden sind mit unserem Leben. Dann wollen wir, dass sich möglichst wenig ändert. Und auf der anderen Seite haben wir ganz große Sehnsucht und Hoffnung auf Veränderung. Wie viele Menschen sind neugierig auf andere Länder, auf neue Zeiten? Wie viele wollen endlich das neue Gerät, die neue Kamera oder Ähnliches haben?
Neuerungen, auf die wir uns auch freuen. Beides beschäftigt uns in unserem Leben. Die Sehnsucht nach Veränderung und die Sehnsucht danach, dass es beständig bleibt. Die Frage mit dem Weizenkorn und was Jesus damit meint. Das Weizenkorn gibt sich selber auf, aber es lässt etwas Neues wachsen. Das, was bisher Schutz gegeben hat, die Hülle des Korns, das trägt nicht mehr. Aber der Kern dieses Korns, ein Keimling, das, was im Innersten ist, die Zuversicht darauf, dass aus diesem Korn eine große neue Pflanze wird. So ist es mit unserem Vertrauen auf Gott. Es ist der Keimling in uns drin, der uns am Leben hält. Dieser Keimling, der wachsen soll und wachsen kann. Dazu müssen wir manchmal Altes, Vertrautes hinter uns lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Und selbst im Vergehen, selbst in unserer menschlichen Endlichkeit, wächst etwas Neues. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jesus ist seinen Weg gegangen im Vertrauen auf Gott, obwohl er ganz oft Zweifel hatte und am Ende sagt, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Obwohl er Angst hat, so wie wir sie manchmal haben. Er vertraut Gott. Und am Ende steht Ostern, die Auferstehung. Aus dem einen Korn ist eine große Pflanze geworden, die blüht und wächst und gedeiht. Gott geht unsere Wege mit uns. Darauf dürfen wir uns verlassen. Genau das erzählt uns Jesus. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Komm, lass in die Ehre, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt in Schar, wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehen? Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Im Gestein verborgen Gottes Samen kommt, unser Herz gefangen in Gestrüpp und Zorn. Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Lass uns Fürbitte halten. Herr unser Gott, wir bitten dich für alle, die Angst haben. Segne sie. Wir bitten dich für die, die verzweifelt sind und nicht wissen, wie es weitergeht. Komm ihnen nah. Wir bitten dich für alle, die alleine sind, die sich alleingelassen fühlen, sei du ihnen nahe. Wir bitten dich für die in der Ferne, lass sie nicht vergessen sein, für die, die auf der Flucht sind, für die, die in fernen Ländern leiden, umschließe sie mit deiner Liebe. In der Stille nennen wir dir die Namen der Menschen, an die wir besonders denken.
Gott behüte sie. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden.